Kann man die essen? Mumia Mia. Heilen wir mal alle aus Versehen. Egal. That's my mighty dungeon. Und warum ich das gerade gesagt habe, weiß ich nicht. Gummimesser. Oh, danke euch vielmals und viel Glück beim Auffinden des Großvaters. Ich muss weg. Hoffentlich haben Sie Großvater nicht den Rollator weggenommen. Selbst Monster werden wohl nicht so gemein sein, oder? Oh, die Heilerin will mitkommen. Ich folge euch und helfe euch, das Geheimnis zu lüften. Aha, da will uns jemand folgen. Finde diese Großvater... Ich glaube, das muss ich nicht nochmal nach durchlesen, oder? Okay, wieso hat es das jetzt nochmal wiederholt? Überraschende Wendung. Tötet einen Muxai in einer oder mehreren Schlachten. Ich habe es jetzt extra nicht vorgelesen, als ich es vorhin schon vorgelesen habe. Als ihr dabei seid, die Kammer zu betreten, rennt ihr in einen Schwarm verwunschener Seelen hinein. Sie sind voller Panik. Was hat diese arme Seele nur heimgesucht? Ihr hört einen bekannten Kampfschrei. Oh nein, nicht schon wieder der Darkstar. Kommt her, ihr feigen Geister. Ich jage euch für alle Zeiten. Wenn nur meine Falle funktionieren würde. Die verwunschenen Seelen greifen euch an. Falscher Skill. Riesenratten. Puh, das war knapp. Ich habe gerade in meiner Spektralfalle den Geisterbeutel gewechselt, als ein paar dieser verwunschenen Seelen entkommen konnten. Aber hey, euch kenne ich doch. Ihr seid doch die aus dem Maislabyrinth. Ja, was für ein Zufall. Irgendeine Idee, wo Großvater ist? Tatsächlich, die habe ich. Ich habe ein paar Wachen dabei belauscht. Wie sie sagten, er wird in Keller 238 gefangen gehalten. Ich glaube, es befindet sich in diesem Kerkerlevel. Danke, Geisterjagender welcher. Okay. Egal. Tötet einen Muxoi in einer oder mehreren Schlachten. Okay, hier ist nichts. Und Kampf. Oh, mir unbekannte Monster. Die mit Lichtblitzen oder so aus den Augen schießen können. Und gegen die alles super effizient ist. Eine Knarzoffel. Ich glaube, ich sollte mal sowas wie den Leuchtstein wegwerfen. Und wie das Gummimesser. Und den Krokodilzahn.
Den Kaffeepot brauche ich nicht, den will ich auch weghaben. Oha, er hat Leben verloren. Trinke diesen Heiltrank, dann wird es schon besser gehen. So, dann gehen wir dahin. Ihr betretet etwas, was aussieht wie die schlimmste all eurer Albtraumfolterkammern. Fesseln hängen von den Wänden, Tische mit Zacken und Haken. Ratten kriechen durch die Ecken, Schädel auf blutgetränkten Tischen. Klingt nicht gerade sehr überzeugend. Jups, Basis-Halloween-Dekoration, denke ich. Und in der dunkelsten Ecke dieser Horrorkammer liegt ein Gerät mit eingraviertem Text. Da steht Level Up Stuf Apparat. Igitt! Bloß raus hier. Leider ist der Weg versperrt. Von der eisernen Jungfrau. Oh. Ja, jetzt habe ich den Text wieder übersprochen. Ich denke nicht, Heavy Metal Geschreddere hat das Gemüt meines Charakters wieder auf Vordermann gebracht. Aber wahrscheinlich hat er so gesagt, so ob wir immer noch so traumatisiert sind. Von dem bösen Level-Abstufapparat. Wieso die auch immer jetzt dahin laufen, dann wieder dahin zurück. Dieser kleine Raum gefüllt mit allerlei Sorten köstlicher Nahrungsmittel und Snacks. Hurra, Mittag, endlich! Oh, cool. Nein, eine Falle. Ein großer Feuerball trifft euch und fügt schweren Schaden, wobei so schwer war der Schaden jetzt auch nicht. Betretet einen Raum voller gemütlicher Sofas und angenehmer Beleuchtung. Dicke Teppiche bedecken den Boden. Ihr seht ein paar Schweinebären, die es sich auf den bequemen Stühlen gemütlich gemacht haben und dabei hochklassige Tränke und Zigarren genießen. Das klingt viel besser als die Süßigkeiten aus der Taverne. Schweinebär. Ja, das ist auch besser. Könnt ihr bitte gehen? Ihr stört die Debatte. Wir diskutieren gerade, ob jeder einen freien Willen hat oder alles vorherbestimmt ist. Fuck, jetzt habe ich die Stimme wieder vergessen. Das ist langweilig, zum Angriff! Oh, nur zwei. Jetzt vorher bestimmt, dass sie sterben müssen. Oh, jetzt habe ich das schon wieder. Oh. Ja, natürlich haben wir einen freien Willen. Wohin jetzt? Oh. Wieso? Das ist so schlimm. Sollte nicht einfach voreilig klicken. Oh, ein Schatz. Schaut mal, was wir gefunden haben. Geilen Fisch. Oh ja. Yeah. Stufe 2. Ihr betretet einen Raum, der aussieht wie ein gut ausgestattetes Labor. Plötzlich werden die Flammen, die dunklen Flüssigkeiten in den Petrischalen erhitzt, lebendig und greifen euch an.
Oh nein, man benutzt doch keine Petrischalen, um etwas zu erhitzen. Ah ja, so ein Feuerteufelchen. Aus dem Vulkan. Kann mal jemand Pizza bestellen? Als ihr nach dem Kampf nach Luft schnappt, vernehmt ihr einen fernen Hilfeschrei. Hexe. Bitte helft mir! Holla! Holla! Wer seid ihr und warum seid ihr derart an der Decke gefesselt? Ich werde hier seit Monaten schon unterjocht. Ich bin die einzige Person, die 92-prozentige blaue Maschine, blaue magische Kristalle herstellen kann. Danke, dass ihr mich befreit habt. Okay. Als ihr in diesem Raum betritt, bemerkt ihr sofort, dass Monster offenbar geschickte Handwerker sind und Holzarbeit lieben. Ein paar Monster feilen und planen fröhlich vor sich hin und pfeifen dabei lustige Lieder. Gute Arbeit. Die sind kleine Statuetten. Schon sehen großartig aus. Jetzt habt ihr den frischen Lack auf der Statue ruiniert. Sie waren noch nicht beim Trocknen. Oh. Feuerball. Fireball. Fireball. Palm. Und tot. Habe ich die Knarzoffel schon weggeworfen? Super. Ektoplasma wird weggeworfen. Brauche ich nicht. Kann ich auch immer wieder bekommen. Ektoplasma-Schlüssel. Ne, keiner von denen hat noch einen Ausrüstungsplatz. Okay. Und ja, das muss jetzt sein. Oh, ein paar Mimics. Oder, Bücher mit Zähnen oder so? Ich weiß gerade gar nicht. Aber sie sehen mir aus, ja, doch, sind diese Bücher mit Zähnen. Wie so ein Mimik sehen die nicht aus. Nee. Rollende Rollenspieler. In einem Spielhaus oder so. Wenn rollenspielende Rollenspieler in einem Spielhaus, Casino oder sowas sind. Ach ja, so hier war ja auch mal der Titel von einem der Videos. So rollenspielende Rollenspieler, die den Gefahren des echten Lebens trotzen. War zudem auch eine Beschreibung von einem Ort. Von der Spielhalle, genau. Rollenspielende Rollenspieler in der Spielhalle. Genau. Lust auf ein Spielchen, lasst uns Würfel spielen.
Sonderbare Geschichte. Plötzlich werden wir geheilt. Okay. Und Falle. Ups, ich habe auf irgendwas getreten und dann Klick. Ihr betretet eine Kammer voller Schlafkojen. Der Geruch von schlafenden Monstern ist extrem. Nun, wir wissen, was man über das Wecken von schlafenden Hunden sagt. Wir singen ein Schlaflied und schließen die Tür mit Bedacht. Vorsichtig öffnet ihr die Tür in dieser Kammer und schleicht hinein. Ihr versteckt euch hinter einem stabilen Tisch und seht den Dorfältesten, wie er ein Buch liest. Neben ihm ist Großvater mit Silberketten an einen Steinaltar gefesselt. Dorfältester. Wie können nur Zauberer ihre eigene Handschrift lesen? Dieses Gekrakel ist unergründlich, Eindringlinge. Der Dorfältester wedelt mit den Händen und aus dem Nichts beginnt etwas zu materialisieren. Völlig überraschend formt sich aus dem Klumpen in der Luft eine gigantische Kröte. Ein Kampf mit einer Luftkröte? Wow. Oh. Die scheint ja gar nicht mal so schwach zu sein. Zumindest ist er widerstandsfähig. Ihr besiegt das Biest mit seinem letzten Atemzug, löst sich mit einem kurzen Puff auf. Bitte verschont mein Leben und lasst mich gehen. Ich gelobe Besserung. Ich fühle mich jetzt schon gesetzestreuer und besser als vorher. Na dann lassen wir ihn ziehen, aber ist Großvater okay? Mir geht es gut. Befreit mich nur von diesen Ketten. Also. Ah ja, okay. Der Spannungsbogen diktiert, dass die Geschichte bald ihren Höhepunkt zustrebt. Und ich will euch nicht enttäuschen. Spar dir die Theorien und erzähl schon. Auftritt Muxoi. Muxoi sieht scheiße aus. Muxoi. Ah, so begegnen wir uns endlich. Ich habe schon darauf gewartet, euch meine Geschichte zu erzählen. Geht nicht, ihr werdet umgehend sterben, sobald ich damit fertig bin. Ich verspreche es euch. Einst war ich nur eine Kellnerin in der Taverne, ein armes Mädchen, das einfach nur durchkommen wollte. Aber dann, eines Tages, als ich am Waldesrand entlang bummelte, erheischte mich ein eigenartiges Schimmern, mein Auge. Es war ein Pilz. Er sah magisch aus. Das schönste und mysteriöseste Ding, das ich jemals...